für dich. Demonstration. Jetzt bist du erledigt. Ja.
Thank you.
Nicht. Was denn? Bringst du es nun endlich zu Ende? Dein Mitleid ist jetzt genau das, was ich brauche. Es treibt mir die Galle hoch. Tilge meine Seele bis auf den letzten Rest. Wieso dieser Name? In Apis. Das warst also du an Emmetselchs Seite. Nicht zu fassen. Als ich noch Ammon war, hatte ich immer wieder denselben Traum. Zerrissen und unvollständig, sich dauernd wiederholend. Die Akteure nur unförmige Schemen, als hätte ich ihre Stimmen und Gesichter längst vergessen. Nur zwei Dinge blieben mir nach einem solchen Traum vage im Sinn. Ein Ort namens Elpis und der Name, mit dem ich gerufen wurde. Hermes. Ich hielt es selbstverständlich für ein Hirngespinst. Nie war ich an einem solchen Ort und auch der Name war mir fremd. Doch dann wurde ich ein Aschchen und übernahm den Sitz des Vandaniel. Plötzlich fügten sich alle Teile zu einem Ganzen. Was ich für einen Traum hielt, waren die Erinnerungen dieses Hermes, ausgelöscht vom Kairos. Damals überschrieb er die Gedächtnisse aller Anwesenden. Doch der Äther überstrahlte ihre Gedanken und Eindrücke so intensiv, dass sie sich tief in ihre Seelen brannten. Der Tod wäscht alle Erinnerungen fort. Nur diese sind nie gänzlich verschwunden. Das Wissen ist über die Jahrhunderte zwar reichlich ausgeblichen, aber irgendwann, nach unzähligen Leben, kam es bei mir an die Oberfläche. Emmetselch ist also auch endlich tot. Sitzt im Sternengrund und entsinnt sich nun selbst seiner verlorenen Tage, nicht wahr? Er muss entsetzlich frustriert sein. Nicht nur, dass er das Ende nicht verhindern konnte, so sehr er sich auch bemühte, nein. Er griff auch fortan nach einem Paradies, dessen fauligen Kerns er sich gar nicht mehr gewahr war.
Aber ich sehnte mich nicht an Hermes Stadt nach dem Ende. Nein. Ich lebte als ich selbst. Ich litt als ich selbst. Es ist mein Herz, das nach Hoffnung suchte und nur Verzweiflung fand. Ein einstmals großer Herrscher und sein einstmals großes Reich schenkten mir diese Wahrheit. Denn am Ende wartet bloß das Nichts. Und das Leben ist letztlich nur eine Reise gen Vergessenheit. Also, warum überhaupt leben? Warum das ganze Leid? Wir zertrampeln, vertrümmern, ermorden uns gegenseitig und wofür? Das ach so wunderbare Leben wird in unzähligen Liedern besungen. Doch hinter dieser Fassade ist das Dasein von Düsternis geprägt. Eine Düsternis, die wir selbst überall hinspeien, wohin wir nur gehen. Ein Trauerspiel, wahrlich. Ist es nicht an der Zeit, dieses Possenspiel zu beenden? Auch wenn man von den Bewohnern dieses Planeten in ihrer endlosen Einfalt keinerlei Einsicht erwarten darf. Das Ende ist dennoch der einzig wahre Weg. Und obwohl ich weiß, dass dies die ungetrübte Wahrheit ist, warum schmecken die Worte dann so bitter? Als reiße jedes einzelne ein Stück aus mir heraus. Wonach soll ich denn sonst streben? Was will ich? Auf was habe ich gewartet? Nach welcher Antwort sehnt es mich? Du willst doch nicht etwa mit einem Toten debattieren? Das mit ihm und seiner Reue nämlich auch nicht hilft. Ashian Thandaniel, es bereitet mir ungemeine Freude, dass du keinen Frieden findest. Weißt du, dies hier ist der Ort, an dem wir alle in ruhigen Schlummer suchen sollen. Unsere Erinnerungen und Gedanken schwinden dahin, um unsere Seelen zu heilen. Aber einige finden einfach keinen Frieden. Ihr einstiges Leben lässt sie nicht los. Und so sitzen sie im Sternengrund und starren unablässig auf die Spiegelung der Gegenwart. Ich zum Beispiel. Ich musste mit ansehen, wie sich Ungeziefer in meinem Körper eingenistet hat. Asai? Wer hat dir das Recht gegeben, mich bei meinem Vornamen zu rufen wie eine alte Bekanntschaft? Zumal ich euch wirklich nichts zu sagen habe. Ich bin tot. Mir ist egal, was mit dieser Welt passiert. Tatsächlich hätte ich nichts dagegen, wenn alles in einem großen Spektakel zugrunde ginge. Und diese Heldin hier ordentlich leiden müsste. So gesehen ist es eine Ehre, dass gerade mein Körper eine Hauptrolle dabei spielen durfte. Auch wenn ich schlecht hätte widersprechen können. Tote können sich ja bekanntlich nicht beklagen. Aber du hast Prinz Zenos, meinen Herrn und Meister, mit meinem Körper hintergangen.
mag mir alles andere auch egal sein. Dieses Verbrechen wirst du mir büßen. Du wirst hier ruhen. Mit mir. Für dich wird es keine Antworten geben. Nicht einmal das Ende deiner ach so ersehnten Apokalypse wirst du miterleben. Und selbst wenn du irgendwann wiedergeboren werden solltest, so wartet nur noch mehr Leid auf dich. Leid, wohin du dich auch wendest. Leid, das deiner Seele selbst anhaftet. Sei nicht albern. Hass mich. Ich kann es dir nicht verdenken. Aber lass mich zurück. Lass diesen Narren zurück. Ich werde mich auch nicht entschuldigen. Hermes, Reue. Die Worte, die er dir gerne gesagt hätte, sie behalte ich bei mir. Und stelle sicher, dass sie auf ewig unausgesprochen bleiben. Wärt ihr so freundlich, euch im Sternengrund nicht mehr blicken zu lassen, solange ich hier verweile? Eure Gesichter selbst nach dem Tod noch ertragen zu müssen, ist eine wahre Qual. Selbstverständlich. Wir werden dich nicht weiter behelligen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Gehen wir. Heidelin wartet.